29, 28, 27, Oh, es ist doch ein bisschen länger als 24, erwartet. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Lol, das ist immer noch da. Vielleicht siehst du es ja gleich. Nee, das ist weg. Tut mir Meine leid. Blindheit hat noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, In 5, 4, 6, 3, 5, 4. 2, 1. Es ist weg. Jetzt kann ich wieder sehen. Oh mein Gott, da ist ja eine Spinne auf unserem Dach. Alter. Wow, wow. Alter, ich dachte, ist sie jetzt aggro oder nicht? Erst will die gerade runterspringen, lässt es dann plötzlich. Und dann gehe ich weiter fröhlich. Dann springt die wieder dort, dann springt die doch wieder runter. Ich kann nicht rennen. Lol, Blindheit ist auf 0 Sekunden immer noch. Meine Blindheit geht nicht weg. Ah. Lol. Mit Blindheit kann man auch nicht rennen. Alter, warum geht die nicht weg? Geht doch. Ich habe mir mal einen so einen Stein abgebaut und guck mal, ob ich den zersägen kann. Dann baue ich mir mal Halbblöcke. Ich wollte ja eine Stripstange bauen. Ah, das mache ich jetzt mal. Erstmal gucke ich, ob ich den überhaupt zersägen kann hier. Dafür muss ich mir erstmal eine Säge bauen. Für Leute, die keine Ahnung haben, ich weiß es auch nicht. Also ich brauche 3 Sticks, das weiß ich glücklicherweise. Und 4 Eisen für eine Eisensäge. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns so ein Viech zersägen können. Verdammt! Kann man die echt nicht machen? Oh. Wie heißt der nochmal? Morus. Geht echt nicht. Schade. Dann werden wir das Haus wohl eine Weile erstmal nicht fertig bauen. Gut, ich guck mir erstmal, wie man so eine Panels macht jetzt. Ich möchte das aus Eisen machen. Ich möchte Stripstangen aus Eisen. Strip. Ich muss jetzt erstmal suchen. Iron Cover Strip oder Iron Panel Strip? Ich würde sagen die Cover Strip, weil die so schön dünn sind. Dafür brauche ich einen Iron Cover, den zersäge ich einfach, okay. Wie mache ich Iron Cover? Achso, dafür brauche ich einen Eisenblock erstmal. Ach du Scheiße. Oh, toll, ich wollte den Eisenblock gerade wieder zu... Na, ich kann den nicht zersägen. Verdammt, wie macht man diese... Erstmal gucken, wie baue ich Iron Slabs. Das geht nicht mit der Eisensäge. Oh, dann muss ich mir mal eben eine Rubinsäge machen. Damit dafür brauche ich auch schon wieder Eisen. Sag Bescheid, wenn du eine Eisensäge haben möchtest. Damit kann man nicht viel zersägen anscheinend. Also erstmal die Handsäge machen, wäre nicht schlecht. So, Rubin-Handsäge. Iron Slabs. Iron Panels. Iron Covers. Hä? Achso. Ich wollte mich gerade schon wieder aufregen. So, ich habe 16 da von den Viechern. So, ich mache uns erstmal... Ich mache erstmal Brot. Njam, 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 njam. So, das ist nicht die Zuschauer nervt. Hast du die Stange schon gesehen? Nö.
Kann jetzt nicht. Ach so. Lol, diese Marmor-Bricks oder was das ist, ne? Ja. Die sehen ja verdammt geil aus. Ich glaube, daraus mache ich mein Haus. Damit will ich mein Haus auch umringen. Alter, ist hier schon viel Sawdust drin, ey. Ja, das habe ich gemacht, gut. Um Bienen kümmere ich mich für den nächsten Tag. So, na, was läuft, Schönes? Ach, nicht viel. Ich meine, welche Sendung? Ach so, nicht viel. das Vermächtnis des Geheimbuches oder sowas. Ach das! Mit Nicolas Cage und Diane Kruger. Kruger. Wusstest Danach du, kommt dass das Vermächtnis der Tempelritter. Wusstest du, dass Diane Kruger, dass das eine Deutsche ist? Hört man doch schon aus dem Namen raus. Ja, aber auch wirklich. Ein bisschen okay. Staatsbürgerschaft. Ach so. Weil wusstest du, dass Gérard Depardieu jetzt Russe ist? Ja, ich weiß es nicht. Das lief doch in den Nachrichten. Ich hab das aus der Zeitung. Oh, ich lese Zeitung. Ich nicht. Und ich bin stolz drauf. Das mit dem Stolz ist mir neu. Alter, es wird so viel Arbeit, das hier abzutragen. Magst du mir helfen? Irgendwie nicht, nein. Oh. Dann helfe ich dir auch. Oh, soll ich mal einen Wrath Igniter hinsetzen? Dann ist die ganze Landschaft hier ausgerottet. Wo bauen wir uns endlich unser Portal hin dann? Johnny the Banana, Johnny the Banana, wo bauen wir unser Portal hin? Wo bauen Was? Wir unser Portal hin? Keine Ahnung. Ich bin gerade so konzentriert, weil ich baue. Johnny the Banana, Johnny the Banana, give me $20, give me $20, I have a big cock, I have a big cock, you don't, yeah. No, I have a big cock too. No, never mind. I have two cocks. Never mind, there comes the trouble, but they're you, Johnny B. Your cock is very strange. But bigger than yours. No, no, Bigger no. than yours. No. There's nothing you can say oh, shut against up, bitch. Me. Shut up. Shut up, bitch. Shut the fuck up. Shut up or I fuck your ass. No. Oh, yes. Very hard. Oh my god. And oh, fast. Nose. Oh, nose. It's Johnny B. My Gleitgel ist Spucke. Gut, das kann ich nicht übersetzen. Was heißt ein Gleitgel? Und was ist vor allem Schmieröl? Also Gel ist so Gel. Weißt du, was lustig wäre, wenn man später ganz leise hört, was ich gerade gucke? Glaube ich nicht, dass man das hört. Nein, dann würde ich gar nicht mehr reden. Dann würdest du einfach nur noch, würde man einfach, dann würdest du deine Hände einfach für andere Sachen benutzen, ne? Ja. Nein. Oh, das ist jetzt wirklich eklig. Ach, darüber redet man nicht. Was? Ich meine Nase putzen. Ach, Nase putzen. Ach so. Ich meinte lauter und leiser machen die Fernbedienung. Ach so. Also was würde ich dir sagen?
Achso, ich habe ja eine Axt. Ich wollte gerade sagen, ich sollte mir echt mal eine Axt bauen. Was habe ich in der Hand? Eine Axt. Stripstange, cool. Mann, ich will noch einen trinken, nur ich kriege jedes Mal mehr Damage. Lass mal wieder saufen gehen. Nein, du willst doch nur, dass ich krepier. Du krepierst daran nicht. Na gut, doch. Nein, doch. Eventuell, unter Umständen. Du stirbst garantiert. Okay, ich werde mal wieder die Tasse ansetzen. Bist du dabei? Nein. Dann muss ich hier allein trinken. Ja, ich will nicht sterben. Dann mach ich das vor deinen Augen. Verdammt, Übelkeit! Wieso? Nein! Ah, oh, wieso? Wieso kannst du ständig trinken und ich nicht? Alter, oh, das geht auf die Augen. Guck mal, was ich mache. Ich bin betrunken in der Stripstange. Oh, ich hab schon voll Kopfschmerzen vom ganzen Gesauf, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Alter, Arbeit, versuch da mal was zu craften bei. Ich hab's gerade mal geschafft durch. Guck mal zu mir schnell. Guck mal schnell zu mir. Guck mich mal an. Scheiße, wo bist du? Alter, vergess es. Mir ist schlecht. Boah. Boah. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Oh, Jonas, ich hab da mal eben nichts. Hast du da hingekotzt oder was? Na, und nicht in deinem Zimmer. Oi. Hier ist ja alles. Oi. Was ist das? Sticky Resin, das ist Harz. Ich hab Harz gekotzt. Kann man das auch an die Wand tun? Nee, schade, das wäre lustig. An die Decke? Oh. Das wäre angstanschlösend. Wow, ein Enderman in meinem Haus. Verdammt, er hat sich wegteleportiert. Ich dachte, das ist unser Haus. Aber in meinem Zimmer. Du hast aber gesagt, in meinem Haus. Gehst du schlafen? Nein. Heul doch. Oh, Macker. Mann, jetzt geh schlafen, verfickter Opfer. Biep. Ich biep dir gleich dein Biep, so richtig biep, dass du 3 Monate nicht mehr biep kannst. Oh, das war gemein. Sollte es auch sein, du geile Schwein. Oh, das war nett. Sollte es nicht sein, du bist fett. Ich bin nicht fett. Gut, gut, du bist nicht fett, aber du leidest an Tourette. Ich baue mir jetzt ein paar Stahlschaufeln. Mein, jetzt liege ich im Bett und dann... Oh. Ja, genau das. Ich habe einen Screenshot gemacht. Wovon? Vom Schlaf. Wow. Kannst du ja mal anbieten zum Download für 1 Euro. Ey, gute Idee. Wer möchte sehen, wer möchte ein Screenshot sehen bei mir mitten im letzten Mal? Ey, komm mal ins zum Rum, bitte. Ich kann grad nicht. Doch, Mann, komm mal hier her. Sind 2 Creeper, die mich beide hochfliegen lassen wollen. Wo bist du denn? Mann, bei dem Todesgott. Lol, wir haben da eine Fensterbank. Theoretisch müsste man das Glas nach außen tun. Da hätten wir drinnen eine Fensterbank und könnten da Blumentöpfe drauf tun. Macht dich das geil. Ja! Nein. Oh ja. Sag mal, warum klingelt das Telefon immer so oft? Ich bin so froh, dass ihr das rausgetan habt. Ich sag das, es ist sehr krachten. Verdammt, dafür habe ich nicht genug Glas. Ich bin mal gespannt, wann mal irgendein bekannter YouTuber über mich stolpert. Ich bin ja selbst einer. Es ist schon mal einer über uns gestolpert auf meinem Kanal. Ach ja, stimmt ja. Ich hab den gar nicht mehr auf meinem Kanal leider. Ich hab an meinen Kanal geupdatet und dann habe ich den irgendwie verloren. Ich wette, du hast jetzt mehr Abonnenten als die, oder?
Was denn? Doch, die hatten 1000. Echt? Nein, die hatten doch nur irgendwie 600 oder so. Echt jetzt? Ich glaube schon. Aber die machen doch was, eigentlich machen die doch was ganz Beliebtes. Ja gut, ich habe schon heftigere Sachen gesehen. Ich meine, German Griefer, so heißt jemand, der ist YouTube-Partner und hat 34.000 Abonnenten und alles, was er tut, ist Server griefen. So Server hacken und sich zum Admin machen und alles. Ist doch auch geil. Ich schreib dir mal an, ob er das mal auf Secret gucken kann. Nein. Der geht da lang, baut sich einfach mal stumpf aus so einem Haus auf, so im Haus mitten auf der Startmap, wo eigentlich nur die Admins was machen können, baut er sich mal ein Holz raus und baut sich erstmal stumpf Werkzeug. Ist das nicht ein bisschen illegal? Ja klar, es ist illegal, aber dafür kommst du nicht in den Knast, nur weil du Server irgendwie hackst oder so. Ich meine, wenn du kommst, wenn du ankommst zum Gericht und sagst, der hat Sachen auf meinem Server kaputt gemacht oder so, dann wird er einfach nur lachen. Oder der Richter sagt, na und, das mache ich auch manchmal. Ich bin dieser Hacker, was sagst du jetzt? Ich verklage dich. Vergasen. Oh, das war jetzt aber so, du. Ja, so hart war das auch nicht. Stimmt, wir leben. Mein Penis zerrt da gerade. Wegen Diane Kruger, aber egal. Ja. Was machst du gerade? Ich? Ja. Dir zuhören. Aha. Und nein, jetzt? Ich baue gerade an meinem Haus weiter. Ich an meinem. Was sagst du jetzt? Die Leute können ja später mal ganz neutral schreiben, welches besser ist. Also nicht, weil ihr Multi ganz so neutral findet, schreiben, welches besser ist. Ich finde beide gut. Jetzt möchte ich echt mal wissen. Ey, das können die machen. Und der Verlierer von uns, der muss, lass mal irgendwas Geiles wetten. Ein Tritt in die Eier. Nein, 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 irgendwas auf dem Server habe ich mir eigentlich gedacht. Ach so, ein Tritt in die Eier. Ein Tritt in aller Wertesten. Der muss 1000, der muss 3 rum hintereinander trinken. Okay. Und zwar die Vergifteten. Ja, irgendwann krepiert man deswegen eher, also. Oder man muss in Lab... Nein, das ist blöd. Nein, 3 rum hintereinander ist cool. Guck mal, Sam. Aber wirklich neutral, nicht weil ihr jetzt irgendwie Multi-Demon Hunter so toll findet oder so. Nicht okay, weil ihr Johnny the Banana scheiße findet oder so. Ja, genau. Alter, dieses eine Schaf will, dass ich es ihm besorge, aber ich will einfach nicht. Das läuft immer mit dem Hintern so gegen meine Lenden. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist voll geil auf mich. Oh, es nervt. Ich will hier einfach nur bauen und das will, dass ich Sex mit dem habe. Keine Ahnung. Irgendwie überrede ich in dieser Folge übertrieben oft von Sex. Oh Mann, ja, das stimmt. Sei mal ganz kurz ruhig. Oh, das Telefon klingelt nicht. Mein Gott, das muss ja irgendein ganz wichtiger Anruf sein. Geh mal ran. Hallo? Jo, ich bin der Gronk. Oh, hallo Gronk, ne? Was geht? Was steht, was geht, Gronk? Lang nicht gesehen. Ja, es fiel um die Ohren, ne? Ja, ja, Let's Plays, ja. Und? Wie geht's so? Ich wette später, wenn du renderst, merkst du, dass man bei mir im Hintergrund die ganze Zeit Geballer hört. Eigentlich höre ich die ganze Zeit nur Stimmen. Geballer höre ich so nicht. Muss ich jetzt mal so sagen. Wenn ich das nicht höre, dann hört man das später im Video auch nicht. Hört man dramatische Musik? Nein. Wenn das Bass hätte, würde ich das besser, würde man das mehr hören. Mann, voll stumpf, dass ich im Let's Play irgendwie Fernsehen gucke. Naja, wer macht das nicht? Keiner! Guck mal, ich rotte gerade den Wald aus, bevor du konntest. Hm? Ich rotte gerade den Wald aus, bevor du konntest. Echt jetzt? Ich fäll gerade Bäume. Aber ich pflanze wenigstens auch wieder nach. So, na dann. Habe ich auch gemacht, nur irgendwie waren die alle wieder weg. Hero Brian ist schuld. Ich sag immer Brian. Hero Brian. Wer ist Hero Brian? Ich. Klingt nett, ne? So Brian.
Ja. Zeit für einen flotten Dreier. Also einer hat geschrieben übrigens bei ich weiß nicht welche Folge, ich glaube das war Teil 5 von unserem LPT hier. Da hat einer gestartet, wir das mit unsere Mütter, unsere Väter gesagt. Da hat einer gesagt, ja, er hat das auch geguckt und er fand das auch sehr gut. Da habe ich gesagt, ja, wir haben das auch gefeiert. Alter, mein Arsch tut so weh. Oh Mann, du warst letzte Nacht wieder so hart. Tut mir leid, Schatz. Soll ich dir noch einen Kaffee machen? Nee. Ich muss jetzt erstmal eine Qualm. Warum mache ich mir eine Diaschaufel? Ich hätte jetzt mir eine Diaspitzhacke machen können, so eine Scheiße. Hey, wollen wir morgen Breakfast aufnehmen? Nein! Aber nicht wieder alle auf einmal hochladen, bitte. Oh, ich hab dir sogar nicht gelistet gemacht. Außerdem habe ich noch zwei Folgen, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Trotzdem, ich finde das scheiße, wenn die alle schon hochgeladen. Ja, ich will die von meiner Festplatte wegkriegen. Na gut, ich lösche die einfach. Ich renne die und dann lösche ich die. Okay, klingt fair. Verdammt. Die sind so winzig, wenn die gerendert sind. Stell dich nicht so an. Ja, winzig würde ich jetzt nicht sagen.